Ich werde dich jetzt gleich durch ein Rückbeugenprogramm für Fortgeschrittene führen. Wie immer beginnen wir mit einem kleinen Warm-up, um deinen Körper vorzubereiten auf den Hauptteil. Und dann legen wir gleich los. Komm bitte in die Rückenlage. Streck deine Beine aus. Leg die Hände seitlich an den Brustkorb. Schließ deine Augen. Entspann deine Schultern, den Nacken und dein Gesicht. Und konzentriere dich auf deine Atmung. Schick deinen Atem in den Brustkorb hinein. Und spüre unter den Händen, wie sich der Brustkorb zu den Seiten ausdehnt, wenn du einatmest. Und wie er wieder sinkt, wenn du ausatmest. Atme immer durch die Nase ein und aus. Mach den Atem dann immer tiefer und voller. Und dann leg die Arme neben den Körper und heb den Brustkorb mit dem Einatmen etwas von der Matte ab, so als würdest du ein kleines Hohlkreuz machen. Und mit dem Ausatmen drück die Wirbelsäule wieder in die Matte hinein. Mit dem Einatmen den Brustkorb heben und mit dem Ausatmen wieder senken. Noch einmal mit dem Einatmen heben und mit dem Ausatmen senken. Stell nun deine Füße hüftbreit geöffnet auf. Mit dem Einatmen heb dein Becken langsam nach oben, die Wirbelsäule zur Decke heben und mit dem Ausatmen lass die Wirbelsäule Wirbel für Wirbel wieder zur Matte zurückgleiten. Mit dem Einatmen das Becken wieder nach oben heben, auch den Brustkorb öffnen, die Hände etwas in die Matte drücken. Und mit dem Ausatmen wieder nach unten rollen. Noch zweimal mit dem Einatmen dein Becken heben. Mit dem Ausatmen wieder senken. Und noch einmal dein Becken heben. Dort bleiben. Jetzt die Finger unter dem Rücken miteinander verzahnen. Und die Schultern unter den Rücken bringen. Drück deine Hände etwas in die Matte und drück die Füße gleichmäßig in den Boden. Heb dein Brustbein und atme weiterhin gleichmäßig durch die Nase ein und aus. Bleib hier noch für einige Atemzüge, atme weiterhin in den Brustkorb und hebe den Brustkorb mit jedem Einatmen noch ein Stückchen höher, sodass dein Schlüsselbein mehr in Richtung Kinn kommt. Löse die Finger wieder voneinander, lege die Arme neben dich und komm dann langsam Wirbel für Wirbel wieder zurück in die Rückenlage. Greif dir einen Oberschenkel und zieh dich nach oben zum Sitzen. Jetzt kommen wir zum Hauptteil. Komm hierfür an den Anfang deiner Matte. Schließe deine Füße. Nimm deine Arme nach oben zur Decke, verzahn die Finger miteinander, zieh die Schultern von den Ohren weg, atme tief ein und mit dem Ausatmen dehn den Körper auf die rechte Seite, verlagere dein Gewicht währenddessen auf den linken Fuß. Streck dich mit dem Einatmen wieder nach oben, mit dem Ausatmen dehn dich nach links, verlagere dein Gewicht auf deinen rechten Fuß. Komm wieder nach oben mit dem Einatmen. Dehn dich noch einmal auf die rechte Seite, verlagere dein Gewicht auf den linken Fuß.
Komm nach oben, atme ein und dehne dich mit dem Ausatmen noch einmal auf die linke Seite. Komm wieder nach oben, streck dich mit dem Einatmen ein bisschen nach hinten und senk mit dem Ausatmen deine Arme über die Seiten. Verzahn die Finger jetzt hinter deinem Rücken miteinander, streck deine Arme, dreh die Schultern nach hinten und zieh sie ein bisschen nach unten und öffne deinen Brustkorb. Atme wieder tief in den Brustkorb durch die Nase ein und aus. Beuge sanft deine Knie, komm mit geradem Rücken langsam nach unten, senk deinen Kopf und zieh die Arme über den Kopf in Richtung Decke bzw. in Richtung Boden. Bleib hier für ein paar Atemzüge. Mit dem nächsten Einatmen beug deine Knie und bring den Oberkörper wieder fast senkrecht nach oben. Bleib hier für ein paar Atemzüge und zieh die Arme etwas vom Kreuzbein weg in Richtung Decke. Atme noch einmal tief ein und mit dem Ausatmen falte wieder nach vorne, entspann den Kopf, streck deine Beine und zieh die Arme wieder in Richtung Decke bzw. Boden. Mit dem Einatmen beug deine Knie wieder, streck die Arme, öffne den Brustkorb. Und mit dem Ausatmen streck die Beine wieder und falte wieder nach unten. Der Kopf ist ganz locker und entspannt. Mit dem Einatmen beug deine Knie wieder. Streck die Arme, nimm den Blick etwas nach oben. Und mit dem Ausatmen komm wieder nach unten und senk den Kopf. Noch einmal die Knie beugen mit dem Einatmen, die Schulter nach hinten unten ziehen. Und mit dem Ausatmen komm nach oben und senk die Arme. Öffne nun deine Beine, nimm die Hände hinten an den unteren Rücken, um ihn etwas zu schützen. Dann streck die Wirbelsäule und mit dem Einatmen drück etwas dein Becken nach vorne, zieh die Schulter nach hinten und nimm den Blick nach oben. Mit dem Ausatmen komm wieder zum Stehen. Mit dem Einatmen noch einmal den Rücken schützen, unterstützen und etwas nach hinten neigen, den Blick nach oben richten. Mit dem Ausatmen wieder zum Stehen kommen. Nimm mit dem Einatmen die Arme nach oben, schließ die Hände, richte den Blick zu den Daumen. Mit dem Ausatmen beug leicht die Knie, nimm die Arme über die Seiten nach unten zum Boden, damit die Fingerspitzen den Boden berühren. Streck die Wirbelsäule nach vorne und mach einen großen Schritt mit dem rechten Fuß nach hinten in den Ausfallschritt. Dann mit dem nächsten Ausatmen platziere die Finger und beide Handflächen im Boden. Und steig mit dem linken Fuß zurück in den herabschauenden Hund. Lass den Kopf ganz locker nach unten sinken. Zieh die Fersen in den Boden. Dreh die Schultern etwas nach außen, zieh sie von den Ohren weg und atme gleichmäßig durch die Nase tief ein und aus. Mit dem nächsten Einatemzug komm mit den Schultern über die Handgelenke und mit dem Ausatmen komm über deine Knie in die Bauchlage, klapp die Fußrücken um. Komm jetzt aus deiner Rückenkraft mit dem Oberkörper etwas nach oben in die Cobra und mit dem nächsten Ausatmen komm über die Knie wieder zurück in den herabschauenden Hund. Mit deinem nächsten Einatemzug setzt du deinen rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände und mit dem Ausatmen kommt der linke Fuß dazu und du entspannst den Kopf nach unten. Mit dem Einatmen beug wieder leicht die Knie und nimm die Arme über die Seiten nach oben. Mit dem Ausatmen die Hände vor dem Brustkorb führen. Mit dem nächsten Einatmen die Arme wieder über die Seite nach oben führen. Mit dem Ausatmen die Knie wieder etwas beugen und in die Vorwärtsbeuge kommen. Entspann den Kopf. Mit dem Einatmen richte den Blick nach vorne und steig mit dem linken Fußball nach hinten in den Ausfallschritt. Mit dem Ausatmen platziere die Hände wieder auf dem Boden
und komm in den herabschauenden Hund. Bleibe hier wieder für ein paar Ein- und Ausatemzüge. Zieh die Sitzbeinhöcker nach oben zur Decke und lass dein Brustbein weich nach unten sinken. Mit dem nächsten Einatmen komm mit den Schultern wieder über deine Handgelenke, mit dem Ausatmen über die Knie wieder in die Bauchlage. Komm mit dem Einatmen in die Kobra aus deiner Rückenkraft und mit dem Ausatmen über die Knie wieder zurück in den herabschauenden Hund. Mit dem nächsten Einatemzug setz deinen linken Fuß wieder nach vorne zwischen die Hände, der Blick geht nach vorne. Mit dem Ausatmen folgt der rechte Fuß, kommst wieder in die Vorwärtsbeuge. Mit dem Einatmen beug die Knie, nimm die Arme über die Seiten nach oben. Und mit dem Ausatmen führ die Hände wieder vor dem Brustkorb. Mit dem Einatmen noch einmal die Arme über die Seiten. Und mit dem Ausatmen in die Vorwärtsbeuge abtauchen. Mit dem Einatmen steigt dein rechter Fußballen wieder nach hinten. Mit dem Ausatmen senkt dein Knie. Mit dem Einatmen nimm deine Hände auf dein Knie, streck die Wirbelsäule, öffne den Brustkorb, zieh die Schultern leicht nach hinten und richte den Blick nach oben zur Decke. Bleib hier für ein paar Atemzüge. Mit dem nächsten Einatmen nimm die Hände wieder zum Boden, löst das Knie vom Boden. Und mit dem Ausatmen komm wieder nach hinten in den herabschauenden Hund. Mit dem Einatmen komm mit den Schultern wieder über deine Handgelenke. Und mit dem Ausatmen komm über die Knie wieder in die Bauchlage. Mit dem Einatmen heb den Oberkörper. Und mit dem Ausatmen komm über die Knie wieder in den herabschauenden Hund zurück. Mit dem nächsten Einatmen steigt dein rechter Fuß nach vorne zwischen die Hände. Mit dem Ausatmen kommt der linke Fuß dazu. Mit dem Einatmen die Knie wieder leicht beugen, die Arme über die Seiten führen. Mit dem Ausatmen die Hände vor dem Brustkorb nehmen. Mit dem Einatmen die Arme über die Seiten nach oben führen. Mit dem Ausatmen wieder in die Vorwärtsbeuge kommen. Mit dem nächsten Einatmen setzt dein linker Fußball nach hinten. Mit dem Ausatmen senkt dein linkes Knie zum Boden. Nimm die Hände auf deine Knie, drück leicht dagegen, öffne wieder den Brustkorb, zieh die Schultern etwas nach hinten unten und richte den Blick nach oben zur Decke. Bleib hier für ein paar Ein- und Ausatemzüge. Mit dem nächsten Einatmen nimmst du die Hände wieder zum Boden, löst dein Knie vom Boden. Mit dem Ausatmen steig zurück in den herabschauenden Hund. Komm mit dem Einatmen wieder mit den Schultern über die Handgelenke und mit dem Ausatmen über die Knie in die Bauchlage. Mit dem Einatmen komm in die Kobra, mit dem Ausatmen in den herabschauenden Hund. Mit dem nächsten Einatmen steig mit dem linken Fuß nach vorne, mit dem Ausatmen setz der rechte Fuß dazu. Mit dem Einatmen nimm die Arme über die Seiten wieder nach oben, führ die Hände mit dem Ausatmen vor dem Brustkorb zurück. Mit dem Einatmen die Arme über die Seiten wieder nach oben. Komm mit dem Ausatmen wieder in die Vorwärtsbeuge. Steig mit dem Einatmen mit deinem rechten Fußballen wieder nach hinten. Senk dein Knie zum Boden, lass den Atem jetzt fließen. Nimm die Hände wieder hinten, unten an deinen Rücken. Stütz deinen Rücken etwas mit den Händen. Heb dein Brustbein und nimm den Blick nach oben. Zieh die Schulter nach hinten unten und atme gleichmäßig ein und aus. Mit dem nächsten Einatmen löse die Hände vom Rücken, nimm die Arme nach oben, leg die Handflächen aufeinander und richte den Blick zunächst mal auf den Boden vor dich. Löse langsam dein rechtes Knie vom Boden ab und wenn du möchtest, kannst du den Blick nach oben zu deinen Daumen richten. Halte dein hinteres rechtes Bein gestreckt und bring dein linkes Bein möglichst in den 90-Grad-Winkel, sodass dein Knie über dem Sprunggelenk steht. Tief ein- und ausatmen. Mit dem nächsten Einatmen nimm die Hände zum Boden
Und mit dem Ausatmen steig zurück in den herabschauenden Hund. Komm mit dem Einatmen wieder mit den Schultern über die Handgelenke und mit dem Ausatmen über die Knie in die Bauchlage. Mit dem Einatmen komm in die Kobra aus deiner Rückenkraft und mit dem Ausatmen komm über die Knie wieder in den herabschauenden Hund. Setze mit dem Einatmen den rechten Fuß nach vorne und setz den linken Fuß dazu, während du ausatmest. Komm wieder nach oben zum Stehen, schließ die Hände und nimm mit dem Ausatmen die Hände vor dem Brustkorb. Nimm die Arme über die Seiten, atme ein und komm mit dem Ausatmen wieder in die Vorwärtsbeuge. Steig mit deinem linken Fußballen nach hinten und senk dein Knie zum Boden. Lass den Atem fließen. Nimm die Hände wieder unten an den Rücken, um ihn etwas zu unterstützen und konzentriere dich auf die Öffnung im Brustkorb. Zieh die Schultern etwas nach hinten unten. Wenn du möchtest, nimm den Blick nach oben zur Decke. Löse jetzt deine Hände vom Rücken, nimm die Arme nach oben, schließ die Hände und richte deinen Blick zunächst mal vor dich auf den Boden und löse dein linkes Knie vom Boden ab und streck dein linkes Bein. Wenn du die Balance gut halten kannst, kannst du deinen Blick nach oben zu den Daumen richten. Tief ein- und ausatmen. Mit dem nächsten Einatmen nimm die Hände wieder zum Boden und führe deinen rechten Fuß nach hinten. Komm mit dem Einatmen in die schiefe Ebene und mit dem Ausatmen kannst du jetzt auch im Stück in die Bauchlage kommen. Komm mit dem Einatmen wieder in die Kobra und mit dem Ausatmen über die Knie in den herabschauenden Hund zurück. Steig mit dem linken Fuß nach vorne mit dem Einatmen. Dein rechter Fuß kommt dazu, komm in die Vorwärtsbeuge. Komm mit dem Einatmen wieder nach oben und nimm mit dem Ausatmen die Hände vor dem Brustkorb zurück. Mit dem Einatmen die Arme über die Seiten heben, mit dem Ausatmen in die Vorwärtsbeuge. Mit dem Einatmen setz deinen rechten Fuß nach hinten, lass dein Knie oben und nimm die Arme nach oben zur Decke. Komm mit dem Ausatmen gleich in die Bauchlage. Und mit dem Einatmen in die Kobra. Komm mit dem Ausatmen in den herabschauenden Hund. Und setz den rechten Fuß wieder nach vorne mit dem Einatmen. Der linke Fuß folgt in die Vorwärtsbeuge. Komm mit dem Einatmen noch einmal nach oben. Und mit dem Ausatmen die Hände vor dem Brustkorb. Die Arme über die Seiten heben, einatmend. In die Vorwärtsbeuge, ausatmen. Setz den linken Fußballen zurück, nimm die Arme nach oben, nimm den Blick zu den Daumen und mit dem Ausatmen komm in die Bauchlage zurück, entweder über die Knie oder im ganzen Stück. Komm mit dem Einatmen wieder in die Kobra und mit dem Ausatmen in den herabschauenden Hund. Setz deinen linken Fuß nach vorne mit dem Einatmen, der rechte kommt dazu in die Vorwärtsbeuge. Komm mit dem nächsten Einatmen wieder nach oben. Mit dem Ausatmen für die Hände vor dem Brustkorb zurück. Nimm deine Hände an dein Becken. Verlagere dein Gewicht auf deinen rechten Fuß. Zieh dein linkes Knie nach oben. Zieh die Zehenspitze zu dir. Atme ein und mit dem Ausatmen beug etwas dein Standbein, dein rechtes Bein. Und streck dein linkes Bein nach hinten aus, nimm den Oberkörper etwas nach vorne. Mit dem Einatmen führ dein linkes Knie wieder nach vorne oben und mit dem Ausatmen streck dein linkes Bein wieder nach hinten, den Oberkörper etwas nach vorne. Mit dem Einatmen das Knie wieder nach oben ziehen und mit dem Ausatmen noch einmal nach hinten strecken. Mit dem Einatmen das Knie wieder zum Brustkorb ziehen und mit dem Ausatmen noch einmal nach hinten strecken. Bleib jetzt hier, nimm dein Bein etwas höher und den Oberkörper etwas tiefer, so bis der Oberkörper und dein linkes Bein eine gerade, parallele Ebene ergeben. Nimm jetzt deine Arme nach hinten, verzahn die Finger miteinander. Streck die Arme und heb etwas dein Brustbein. Atme tief ein und aus.
Komm mit dem linken Fuß wieder zurück. Nimm die Hände wieder in dein Becken. Verlagere dein Gewicht nun auf dein linkes Bein und zieh dein rechtes Knie nach oben. Zieh die Zehenspitze zu dir. Atme ein und mit dem Ausatmen beug wieder etwas dein Standbein, dein linkes Bein. Und streck dein rechtes Bein nach hinten, so als würdest du einen schweren Gegenstand nach hinten drücken. Mit dem Einatmen zieh dein rechtes Knie wieder zum Brustkorb. Und mit dem Ausatmen streck dein rechtes Bein wieder nach hinten aus. Oberkörper kommt etwas nach vorne. Achte immer darauf, dass Bein und Oberkörper sich in einer Linie befinden. Mit dem Ausatmen das Bein wieder strecken, den Oberkörper leicht nach vorne bringen. Mit dem Einatmen das Knie wieder heben. Mit dem Ausatmen noch einmal nach hinten und dort bleiben. Heb dein Bein etwas höher und bring den Oberkörper wieder mehr in Richtung Boden, sodass dein Bein und dein Oberkörper eine gestreckte Linie ergeben. Streck die Arme nach hinten, verzahn die Finger miteinander, heb etwas dein Brustbein und bleib hier für einige Atemzüge im Krieger 3. Setz den Fuß wieder zurück und nimm die Hände vor dem Brustkorb. Jetzt werden wir den Krieger 3, den wir gerade geübt haben, mit in den Flow einbauen. Nimm die Arme wieder über die Seiten mit dem Einatmen. Komm in die Vorwärtsbeuge mit dem Ausatmen. Setz den rechten Fuß nach hinten, atme ein und komm in den herabschauenden Hund mit dem Ausatmen. Komm in die schiefe Ebene mit dem Einatmen und komm jetzt in den halben Liegestütz. Beuge deine Arme, komm auf die Fußrücken. Streck die Arme, heb den Kopf in den heraufschauenden Hund und mit dem Ausatmen komm in den herabschauenden Hund zurück. Heb dein hinteres Bein nach oben, atme ein und setz deinen Fuß nach vorne zwischen die Hände, während du ausatmest. Nimm die Arme über die Seiten nach oben, nimm den Blick nach oben, atme ein und mit dem Ausatmen verzahn die Finger hinter deinem Rücken, streck die Arme. Mit dem nächsten Einatmen verlagere dein Gewicht auf deinen rechten Fuß, heb dein linkes Bein nach oben und komm in den Krieger 3. Mit dem Ausatmen senk den Fuß und nimm die Hände wieder vor deinen Brustkorb. Nimm die Arme über die Seiten nach oben, atme ein und tauch nach unten ab in Uttanasana, in die Vorwärtsbeuge. Setz deinen linken Fuß nach hinten, atme ein und komm in den herabschauenden Hund mit dem Ausatmen. Bring die Schultern über die Handgelenke, während du einatmest. Mit dem Ausatmen beug deine Arme. Mit dem Einatmen komm auf die Fußrücken, streck die Arme, heb deinen Brustkorb. Mit dem Ausatmen komm in den herabschauenden Hund zurück. Heb mit dem nächsten Einatmen dein linkes Bein und setz den linken Fuß nach vorne zwischen die Hände, während du ausatmest. Nimm die Arme nach oben in den High Lunge, atme ein. Mit dem Ausatmen senk die Arme und verzahn die Finger miteinander. Mit dem nächsten Einatmen verlagere dein Gewicht auf dein linkes Bein und komm in den Krieger Nummer 3. Senk dann deinen Fuß wieder zum Boden, nimm die Hände vor dem Brustkorb. Einatmen, nimm die Arme über die Seiten. Mit dem Ausatmen komm nach unten in die Vorwärtsbeuge. Setz deinen rechten Fuß nach hinten, atme ein, nimm die Arme gleich nach oben dazu. Mit dem Ausatmen komm in den herabschauenden Hund mit dem linken Bein nach oben. Atme hier nochmal tief ein und mit dem Ausatmen setz den linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Nimm mit dem Einatmen die Arme nach oben, mit dem Ausatmen verzahn die Finger hinter dem Rücken. Mit dem Einatmen verlagere dein Gewicht auf dein linkes Bein und komm in den Krieger Nummer 3. Senk mit dem Ausatmen den Fuß und nimm die Hände vor dem Brustkorb für die nächste Runde. Mit dem Einatmen heb die Arme über die Seiten. Mit dem Ausatmen komm in die Vorwärtsbeuge. Stell den linken Fuß nach hinten, nimm die Arme nach oben, nimm den Blick nach oben. Und komm mit dem Ausatmen in den Down Dog Split, in den herabschauenden Hund mit geöffneten Beinen.
Atme nochmal ein und mit dem Ausatmen setz den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Mit dem Einatmen mit Oberkörper nach oben, Blick nach oben zu den Daumen. Mit dem Ausatmen senk die Arme und verzahn die Finger wieder hinter dem Rücken. Mit dem Einatmen verlagerst du dein Gewicht auf deinen rechten Fuß und kommst in den Krieger Nummer 3. Senk mit dem Ausatmen den Fuß und nimm die Hände wieder vor deinen Brustkorb zurück. Jetzt kommen wir zu ein paar Rückbeugen in der Bauchlage. Nimm mit dem Einatmen die Arme wieder nach oben. Komm mit dem Ausatmen in die Vorwärtsbeuge. Setz deinen rechten Fuß nach hinten, atme ein. Nimm den linken Fuß dazu und komm ins Brett. Atme ein und komm mit dem Ausatmen langsam in die Bauchlage. Leg die Fußrücken auf, leg die Hände neben den Brustkorb und komm mit dem Oberkörper etwas nach oben aus der Kraft des Rückens heraus. Drück dein Schambein leicht in die Matte hinein, zieh deinen Bauchnabel etwas nach innen oben und zieh deinen Rücken, dein Steißbein lang. Nimm die Arme neben den Körper, streck die Arme und löse nun die Beine vom Boden ab. Zieh den Körper in die Länge und atme durch die Nase gleichmäßig ein und aus. Zieh dich mit jedem Einatemzug etwas länger und etwas höher. Verzahne nun deine Finger hinter dem Rücken, streck die Arme, zieh die Schulter nach hinten unten. Und bleib auch hier für ein paar Atemzüge. Atme noch einmal tief ein und mit dem Ausatmen nimm die Hände aufeinander, leg die Stirn ab und schaukel dein Becken von einer zur anderen Seite, um den unteren Rücken etwas zu entspannen. Wir gehen jetzt eine Stufe weiter. Öffne deine Beine etwas, beug deine Knie, heb den Oberkörper und streck die Arme wieder nach hinten. Greif nun mit den Händen entweder deine Fußrücken oder, wenn du möchtest, auch gerne deine Sprunggelenke und mit dem nächsten Einatmen zieh dich nach oben in den Bogen. Drück deine Sprunggelenke bzw. Fußrücken in die Hände hinein. Und gleichzeitig ziehen deine Hände die Beine nach oben in Richtung Decke. Heb den Brustkorb und nimm den Blick leicht nach oben. Atme noch einmal tief ein, zieh dich noch etwas höher. Mit dem Ausatmen leg die Hände wieder aufeinander, senk die Stirn und schaukel dein Becken von einer zur anderen Seite. Heb den Oberkörper wieder, heb die Beine, beuge deine Knie und nimm deine Arme wieder nach hinten. Greif entweder wieder deine Fußrücken oder die Sprunggelenke oder, wenn du noch ein bisschen weitergehen willst, kreuze deine Handgelenke und greif deine Knöchel über Kreuz. Zieh dich wieder nach oben und richte den Blick etwas nach oben. Bleib hier noch für ein paar Atemzüge und zieh dich mit jedem Einatmen etwas höher. Und dann löse auf, leg die Hände wieder ab, leg die Stirn ab und schaukel dein Becken. Den Hauptteil hast du jetzt geschafft. Und nun kommen wir zu einem kleinen Cooldown, um deinen Rücken etwas zu entspannen. Nimm die Hände neben den Brustkorb und drück dich mit dem Gesäß kurz auf die Fersen, senk deinen Kopf zum Boden und lass dein Becken in Richtung Fersen sinken. Komm in den Vierfüßlerstand. Platziere die Hände unter den Schultern und die Knie direkt unter den Hüften.
Lass dein Brustbein sinken, atme ein. Und mit dem Ausatmen runde den Rücken, roll den Kopf ein. Mit dem Einatmen senk dein Brustbein. Und mit dem Ausatmen runde den Rücken und roll den Kopf etwas ein. Mit dem Einatmen senk dein Brustbein, Kopf leicht heben. Und mit dem Ausatmen den Rücken noch einmal runden. Ein letztes Mal deinen Brustkorb senken, Kopf etwas heben und mit dem Ausatmen den Rücken noch einmal runden. Nimm die Beine jetzt über die Seiten nach vorne und leg dich auf den Rücken. Ziehe die Knie zum Brustkorb ran. Und zwar so fest, dass sich der untere Teil des Rückens vom Boden löst. Drück jetzt den unteren Teil des Rückens wieder in den Boden hinein. Die Knie entfernen sich dabei etwas vom Körper. Und jetzt zieh die Knie wieder zum Brustkorb heran, bis sich der untere Teil des Rückens vom Boden wieder löst. Lass den unteren Rücken jetzt wieder in die Matte sinken. Nimm die Arme zu den Seiten, stell die Füße dicht nebeneinander auf die Matte, heb dein Becken und platziere es auf der rechten Seite deiner Matte. Zieh nun die Knie wieder zum Brustkorb ran und leg sie auf die linke Seite zum Boden, möglichst weit oben am Brustkorb. Leg deine linke Hand auf die Beine und dreh dein Gesicht nach rechts. Platziere deinen rechten Arm so, dass sich die Schultern entspannen können. Schließe die Augen und atme ruhig ein und aus. Nimm die Knie dann wieder nach oben. Und stell die Füße wieder auf die Matte. Heb dein Becken und platziere dein Becken an der linken Mattenseite. Zieh die Knie wieder zum Brustkorb und leg sie auf die rechte Seite, möglichst weit oben am Brustkorb. Leg deine rechte Hand auf die Knie und dreh dein Gesicht auf die linke Seite. Wieder zurück, stell einen Fuß auf, greif den Oberschenkel und komm nach oben zum Sitzen. Ich hoffe, dass dir mein Rückbeugenprogramm gefallen hat. Erhol dich gut und bis zum nächsten Mal. Dir hat das Video gefallen? Dann abonnier doch hier unseren Channel. Ich würde mich freuen. Du hast Fragen, Anregungen oder Wünsche? Kommentier doch hier unten unser Video. Wir sind für dich da.